Fuck you! Arbeitet die? Nein. Wir werden angegriffen! Ja. Fuck you! Ah, komm mal mehr. Spacken. Ich mach jetzt mal erstmal die Festung. Fick dich! Viele Gefreite sind hier draufgegangen, Alter. Tja, genau. Dieser Gefreite bringt einfach mal keine Ahnung, wie viele Gefreite um. Und noch einer! Yo, ja. Genau. Der ist doch sogar schon reingegangen. Genau, jetzt habe ich meine Festung verloren. Super gut. What? Frag mich auch, was da passiert ist. Da waren so viele, auf einmal waren da keine mehr. Was? Ja. Ah, der hat mal angreifen, ne? Ja. Da ist ja nur einer drinne. Ja, komm raus! Vor allem... Meine fast fertige Festung hier unten ist auch kaputt. Oh. Ja, der hatte noch einen Lebenspunkt. Keine Ahnung. Ja, Zufälle schon. Arschloch. Wie lange spiele ich? Habe ich nicht schon irgendwie ein Autosave? Eine Stunde? Nee, wahrscheinlich nicht. Das hat er gespeichert. Eigentlich kann ich neu anfangen. Wenn das jetzt nur eine Stunde war. Ach. Ist das echt Autosave? Ich dachte. Naja. Klasse. Aber das ist jetzt ohne Rasse. Rasseverlust. Na, jetzt greift er wieder an. Ja doch, also. Ich habe nicht viele Bretter und meine Festung hier unten war fast fertig. Das wäre schon ganz schön gewesen. Hätte ich auch eine bessere Verteidigung gehabt. Und ja, jetzt habe ich so ganz viele Soldaten verloren. Naja, ich probiere es. Fange ich die Festung noch einmal an. Aber der greift gerade wieder mit ganz, ganz vielen Leuten an und ich glaube, ich kann das nicht halten.
Es wäre schön, wenn meine Münzen dann langsam kommen würden. Ich muss hier einen Wachturm bauen noch. Oh, eine Münze. Und auch eine Münze, das ist schön. Hier baue ich ein Lagerhaus. Rohstoffe gefunden. Fuck you. Also ich sehe hier meine Soldaten schon stehen. Das heißt, gleich kommt ein Angriff. Ja, stimmt. Ja, aber die Festung wird angegriffen und... Da habe ich jetzt schon einen Unteroffizier drin. Der Wachturm ist nur zu Hilfe gekommen. Soldatennachschub wird knapp. Das wollte ich eigentlich verhindern. Der Soldatennachschub knapp wird. Ja. Angriff abgewehrt. Jetzt habe ich da auch schon einen General. Ja. Das wollte ich eigentlich früher haben. So, einfach das all, also ich habe nicht viele Soldaten, aber dass einfach alle, die ich habe, dann möglichst schnell aufgewertet werden, sodass ich keine verliere während dem Kampf oder möglichst wenig verliere einfach. Ja, klar. Deswegen bin ich, habe ich das. Sag mal, ich Eisenkern. Mir ist gerade eingefallen, dass man früher bei Siedler 2 einstellen konnte, wie viele Soldaten in welcher Entfernung vom Gegner in die Baracken und sowas gehen. Kannst du hier auch. Das immer noch? Ja. Ja? Okay. Ja. Könnte ja sowas Sinn machen, am Anfang einzustellen, also einfach anfangen im Prinzip eine Burg zu bauen, einstellen, dass alle da reingehen, alles Restliche kann man einfach auslagern und dann halt da schon mal mit der Generalproduktion beginnen. Ja, wenn du, also
Ich glaube, die Computerspieler machen das halt sogar. Die tun in Hm, alle ihre, okay. also nicht, ich weiß jetzt nicht, ob sie es hier machen, Okay, aber ja. bei dem alten haben die ja nicht am Anfang irgendwie nur Baracken gebaut oder so. Und Ja, stimmt. immer wenn die eine, was weiß ich, einen Wachturm oder sowas hatten, haben die den sofort voll gemacht. Das heißt, sie haben Ja. alle diese Einstellungen auf Maximum gehabt. Und vielleicht haben sie so Okay. dann im, also, und die haben ja, und du musstest das ja auch manuell immer ausschalten, dass Goldzufuhr aus ist. Das habe Stimmt. ich auch immer Ja. gemacht am Anfang, weil ich da halt keine brauche. So, und die haben das die ganze Zeit angehabt. Das heißt, die wurden die ganze Zeit verbessert, von Anfang an. Ja, stimmt. Und ich gehe davon aus, dass wenn die dann in Bedrängnis kamen mit Soldatenanzahl, haben die das einfach nach und nach von überall wieder reingeholt. Das heißt, die haben auch von Anfang an dann wieder dann die guten Soldaten, weil sie am Anfang direkt verbessert wurden, nach vorne geschickt. So. Ja, stimmt. Ja. Ja, gut, aber das ist dann schon mal eine Strategie fürs nächste Mal. Ja, könnte man versuchen. Oder ich weiß einfach, dass hier dann der Gegner ist, dann kann ich hier direkt einen Wachturm bauen. Verschenke ich keine Dings. Aber ja, keine Ahnung. Muss einfach schneller hier runterkommen. Wenn ich hier, glaube ich, eine Wachstube baue, komme ich direkt an die Bäume dran vorbei. Naja, und so weiter. Keine Ahnung. Gebiet verloren. Ja, da hinten. Meisten Münzen bis dato gezeugt. Das hier geht doch gar nicht.